Also für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, auf der U23 EM auf jeden Fall die Medaille und im besten Fall ganz oben zu stehen. Und das große Highlight dieses Jahr ist natürlich die Männerweltmeisterschaft. Und da will ich natürlich wieder um die Medaille kämpfen. Also vielleicht sogar noch eine Farbe, also die Farbe ändern von der Medaille so. Also der erste große Tiefpunkt war 2018, als ich mir das Kreuzband gerissen habe. Da war ich auch gut ein Jahr weg von der Matte. Und das war schon schwer damals, mich da wieder ranzukämpfen. Hat alles super funktioniert. Nach der Kreuzband-OP habe ich die Chance bekommen, auf der Männerweltmeisterschaft zu ringen für die Olympia-Quali. Da hat es leider nicht so gut geklappt. Dann aber im Januar habe ich dann die EM-Medaille gewonnen. Das war dann schon mal wieder ein sehr, sehr guter Höhepunkt, sage ich jetzt mal so. Also so eine erfreuliche Nachricht. Und nach der EM habe ich dann das Problem mit dem pfeifischen Drüsenfieber bekommen. Da war ich dann auch wieder ein Jahr weg. Und das war wirklich eine schwere Zeit, da wieder ranzukommen, um mich da wieder richtig zu motivieren. Weil immer, wenn es mal wieder ein bisschen ging, kam gleich wieder der Rückschlag, dann konnte ich wieder gar nichts mehr machen. Und das war ja dann, stand ja auch die WM auf der Kippe, ob wir die jetzt ringen oder nicht ringen. Und eigentlich war ja die WM so das erste Turnier, um zu schauen, ob es klappt. Und es hat besser geklappt, als wir alle gedacht haben. Mein großes Ziel ist natürlich die Olympia 2024 in Paris. Da will ich natürlich dabei sein und im besten Fall um die Medaille ringen. Das ist natürlich das ganz klare Ziel. Und langfristig natürlich 2028 das große Ziel. Aber jetzt, wir sind jetzt noch 2 Jahre von 2024 entfernt und da will ich auf jeden Fall hinkommen und da würde ich auch alles für geben. Also da trainiere ich jeden Tag hart für und da stecken auch manche andere Sachen ein bisschen, muss man halt schon Abstriche machen manchmal, ja. Verbringe ich sehr viel Zeit mit der Familie, mit meiner Freundin auch und auch daheim. Ich helfe ab und zu im Familienbetrieb ein bisschen aus, so wie es halt Spaß macht und ja, bin halt viel mit meiner Freundin, meiner Familie unterwegs, machen halt viel und das ist halt ganz wichtig, finde ich auch. Das braucht man auch. Ganz klar die Pizza. Da bin ich eher der Kapitalbra. Nö, ich bin eher der süße Mensch. Da bin ich eher Mattentraining. Da wäre ich lieber ohne Internet. Ja.